Mit dem Salz sogar noch besser. Irgendwas, was wenig reinkommt, Honig. Honig kommt ja hauptsächlich von hier. Das könnte ich auch direkt reinfließen lassen. Dann würde das auch nochmal die Zuglinie entspannen. Wenn ich jetzt noch Zement kriegen würde, ich glaube, dann hätte ich ausgesorgt. Dann ist alles gut. Dann brauche ich auch kein Papier. Achso, erstmal hier ran. Dann hier hoch. Daran und da rein. Sehr schön. Habt ihr es gehört? Das war ein Frosch, hoffe ich. Super. Versorgungsturm. Züge zwei Stück von hier nach Konstantinopel. Dann ist auch genügend Honig da, sodass es dort keine Probleme gibt und die jetzt auch nicht mehr aus Korlo so viel Honig mit rüberbringen müssen. Schafskäse habe ich nicht in der Nähe. Oder? Also wir haben schon ziemlich viele Waren von außerhalb mit rangebracht. Salz ist hier oben noch. Schafskäse könnte ich höchstens aus Warenname mit rüberbringen. Müsste hier bloß ein Warenlager hinzufügen, eine Lagerhalle. Und dann ziehen wir aus Varna nochmal eine Strecke runter. Die wird auch relativ lang. Nach Konstantinopel. Wir sind einfach zu gut zu unseren Leuten. So. Dann haben wir definitiv ausgesorgt. Zement hin oder her. Dann brauchen wir nichts mehr. Müssen nur noch darauf warten, dass Konstantinopel größer wird. Hier muss ich auch noch die Gleisrichtungen festsetzen. Die jeweiligen Gebäude hinstellen. Und dafür sorgen, dass vier Züge Waren von Varna nach Konstantinopel bringen. Bitte nur Fracht. Und du da wirst vervielfältigt auf drei Züge. Bestätigen, los geht's. Jetzt brauchen wir noch die restlichen Versorgungstürme. Varna, ich weiß gar nicht, habt ihr ein Wartungsdepot? Eigentlich schon, ne? Ja, habe ich überall hinzugefügt. Achso, habe ich in der Lagerhalle gesagt, dass ich Ziegenkäse rüberbringen will? Nein, habe ich nicht. Jetzt aber Schafskäse. Guti, das läuft. Ihr fahrt mit einmal Schafskäse. Ihr fahrt auch gar nicht. Verdammt. Jetzt habe ich zu spät eingestellt, dass die ja Schafskäse über die Lagerhalle runterbringen sollen. Ich warte mal auf den nächsten Zug, da kommt er. Und der nimmt ein bisschen mehr mit. Der bringt das dann runter nach Konstantinopel. Das heißt, die kriegen auf jeden Fall jetzt auch noch Schafskäse mit dazu. Jetzt wollen sie auch schon Werkzeuge haben, weil sie bei 85.000 Einwohnern waren. Ab 90.000 wollen sie Keramik, Chemikalien, Zement, Dosenkäse, Spielwaren und weißer Nougat. Das sind die nächsten Dinge, die wir bräuchten, die wir aber nicht mit rüberbringen. Holz ist ausreichend vorhanden, wird auch noch gut transportiert. Du hast eine Panne. Wartungsdepot ist da, dann hast du Pech. Du hast eine Panne, ihr habt andauernd eine Panne. Das interessiert mich schon gar nicht mehr. Und ihr habt auch eine Panne. Dann mache ich hier noch ein Wartungsdepot mit hin. Aber hier ist auch eins. Guti. Hier drüben wachsen die Städte auch immer weiter. Die sind glücklich. Das freut mich. Griechenland ist schon relativ groß. Und hier fehlen schon wieder Waren, dadurch, dass die Oliven noch nicht da sind, die wir über Korlu bringen. Machen wir daraus mal fünf Züge, die hier hin und her fahren und die Oliven ranbringen. Und ihr transportiert bitte nur Leute, ne? Nur Fracht, meine ich, nicht Leute. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Korlu überhaupt die Möglichkeiten hat. Oder ob wir doch nochmal eine weitere Verbindung machen sollten nach Konstantinopel. Okay, Oliven sind unterwegs. Möbel sind unterwegs. Wie sieht's aus mit Möbeln? Ganz gut. Ihr fahrt ohne Waren los. Warum?
wenn die so viele Möbel benötigen. Okay, Konstantinopel kann sogar selber noch etwas produzieren. Dadurch, dass sie die Möglichkeiten haben, Holz selber entgegenzunehmen, würde ich das Papier direkt in Konstantinopel produzieren. So. Denn die haben Holz. Ja, gar nicht schlecht sogar. Machen wir raus 4 Züge, die immer wieder Holz mit ran schaffen. Und dann ist die Bedarfsdeckung noch höher. Wir sind jetzt schon bei 70% und mit 90.000 Einwohnern auch gut gesegnet. Sie kriegen ja jetzt auch Schafskäse mit dazu. 16 sind unterwegs. Schafskäse, Oliven und Papier. Heißt, die haben im Prinzip alles, was sie brauchen, werden wahrscheinlich sogar bei fast 80% münden. Und dann brauchen wir nur noch die Universität, die wir jetzt aber schon bauen können. Damit sie die 120.000 Einwohner erreichen. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich schon, bitteschön, genügend Möbel geliefert? Nee, 21 von 40. Die sind noch nicht bei 40 Möbeln gewesen. Aber die brauchen offensichtlich auch nicht so viel. Ab 13, 14 ist schon Schluss. Dann ist das Lager voll, außer natürlich, sie brauchen es zur Produktion. Dann nehmen sie auch ein bisschen mehr an, so wie mit Rindern, weil sie daraus Fleisch produzieren und auch Holz, weil sie daraus natürlich jetzt Papier machen. Was war das andere? Teppiche. Deswegen nehmt ihr auch gerne Wolle und dieses ne? Wisst ihr, was ich meine? Färberkrab, genau. Sehr schön. Ja, ist unterwegs. Läuft. Die nehmen auch nicht wirklich viel Wolle mit. Holz ist aber jede Menge unterwegs, weil ihr natürlich jetzt die Produktion von Papier auch irgendwie hinkriegen müsst. Das Papier wird dann auch nach Edirne und Korlo zurückgebracht, sodass die ebenfalls wieder weiter wachsen und dementsprechend ihre eigenen Produktionen noch weiter nach oben treiben. Da könnten wir beispielsweise auch Olivenöl fertig machen, könnte aber gefährlich werden, weil dann wieder Oliven in Konstantinopel fehlen dürften. Schafskäse ist da, super. Oliven sind da, sie sind bei 77,2% der Bedarfsdeckung. Ja, es fehlen im Prinzip noch ein paar Waren, aber auch das könnten wir irgendwann hinkriegen. Wir könnten in Korlo auch Stoffe produzieren, um Konstantinopel damit zu beliefern und in Edirne später dann noch Kleidung. Wie sieht es in Korlo aus mit Getreide? Relativ gut. Trotzdem kommt die Brotproduktion kaum hinterher. Wahnsinn. Nö, das schaffen wir. Das ist super. Was hier läuft, ist unglaublich. Klappt. Und wir haben alles erforscht. Naja, bis auf ein, zwei Dinge. Das sieht gut aus. Im November 87 sind wir fast so weit, wie wir eigentlich im Dezember 1890 sein sollen. Das heißt, circa drei Jahre früher, werden wir fertig. Es ist wichtig, dass wir natürlich Möbel noch mit reinkriegen nach Konstantinopel, aber die werden ja nach und nach immer mehr verbraucht und werden dann dementsprechend auch immer mehr gelagert. Die verbrauchen ja schon eins im Monat. Das ist der Bedarf pro Woche. Also eigentlich müssten sie 4 pro Monat verbrauchen. Nur noch 74% Bedarfsdeckung. Ja gut, weil sie jetzt hier unten natürlich auch noch Zement benötigen. Aber das reicht. Das reicht vollkommen. Ihr werdet von mir auch keinen weißen Nougat bekommen. Das tut mir leid. Sehe ich nicht ein. So, die Prozente für Chemikalien und für Zement sind immer weiter abgesagt. Nur noch 10% Bedarfsdeckung. Das ist klar. Aber wir haben die 100.000. Das ist schon mal schön. 20.000 fehlen nur noch. Darauf warten wir gespannt, dass wir das hinkriegen. Würde jetzt auch ungern noch Olivenöl oder sowas produzieren. Außer wir hätten die Möglichkeit, Oliven dann direkt nach Konstantinopel zu bringen. Aber ich glaube, ihr habt hier auch ja, nichts mehr frei an Gleisen, wenn dann nur noch hier oben bei dem Bahnhof. Machen wir das mal direkt.
Dann können wir hier unten lieber noch Olivenöl fertig machen. Eine Million. Oh, wir haben noch 35 Millionen. Uns geht's super. So, sehr schön. Jetzt noch das Rückgleis. Super. Weichen setzen, dass wir die Möglichkeit haben, auch hin und her zu fahren. Versorgungstürme noch zwischen ran. Drei Züge von hier nach da fahren lassen. Und in Korlu sollten die auf 90.000 Einwohner noch kommen. Bevor die hier die 120.000 erreichen, können wir dann auch noch Olivenöl produzieren, um natürlich die Bedarfsdeckung dort in Konstantinopel noch weiter oben zu halten. Aber ich denke, das wird auch so reichen. Ja, wir zahlen. 300.000 ist ja nichts. So, es gibt nur ein paar Züge, die jetzt aktuell nichts hin und her transportieren. Insbesondere hier im Norden, wo wir sowieso nicht so viel machen. Das ist völlig in Ordnung. Alle anderen haben im Moment keine Probleme mit Wartung oder mit Versorgungstürmen. Das läuft also soweit. Und da haben wir ein Problem. Der kommt aus Hotzic halt. Ist ja auch relativ weit. Aber du hast ein Wartungsdepot und hier unten ist auch eins. Du bist zwischendurch einfach bloß abgekackt. Ja, passiert. Wir könnten die Wartungsspanne in Wartungsdepots höher setzen und sagen, so, auf alle übertragen, dass sie jetzt schon ab 80% warten. Sie würden dann zwar häufiger warten, aber würden auch nicht so lange brauchen und es würde dann auch nicht auf unter 60% absacken, sodass die dann in der Zuverlässigkeit immer mal wieder ausfallen. Das wäre natürlich auch Blödsinn. Und die Wartung an sich dauert ja auch nicht lange. Ob die jetzt warten bei 60% oder 80%, das ist egal, weil sie ja dann mal so 20% mehr machen und mal so 20%, also pff. Das ist schon okay. 104.000 haben wir bereits, sehr gut. 82.000 schon in Edirne. Und Korlu hat seine 80.000. Wie sieht's aus mit den Oliven? Da kommen jetzt noch mehr. Die Olivenfabrik gehört uns. Du transportierst Leute, aber keine Oliven. Wo sind die Oliven? Bist du der Olivenfahrer? Ja. Du fährst ohne Oliven. Weil noch genügend unterwegs sind nach Konstantinopel, ist in Ordnung. Rinder haben wir nicht genug dort. Machen wir drei Züge draus. Sodass wir noch mehr Rinder haben, um dann auch die Fleischindustrie weiterhin zu unterstützen. Das sieht nämlich nicht mehr ganz so knusper aus. Papierproduktion schraube ich hoch, weil wir Papier ja auch verkaufen. Und die Teppichfabrik machen wir jetzt auch noch einen höher. Dann haben wir immer genügend Teppiche und genügend Papier. Ach, sowie genügend Fleisch für alle. 107.000 und wir sind immer noch bei 69% der Bedarfsdeckung. Alles ist super. Ab 110.000 geht es nochmal ein Stückchen runter, weil dann natürlich der weiße Nougat das Ganze runterzieht, weil sie es nicht bekommen. Aber das ist nicht schlimm. Dafür haben wir alles andere schon drin. Jetzt geht es wirklich nur noch darum, die Zeit vergehen zu lassen und damit dann das Spiel auch letztendlich abzuschließen. Zumindest das DLC. Meine Güte, wir haben sehr viel erlebt. Wir haben ein schönes, großes, neues Gebiet, das wir jetzt durchfahren können, können alles anschließen, gegebenenfalls noch irgendwelche Achievements holen. Alles ist möglich und ihr habt da auch direkt Zugriff drauf, wenn ihr das DLC dann für euch holt. Neue Musik, neue Züge, eine völlig neue Karte und Luxuszüge, all diese Dinge stehen euch dann offen.
Schafskäse sieht ein bisschen schlecht aus, ne? Wo ist der denn? Wo war der? Den habe ich von irgendwo geholt, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht mehr von wo. Ich glaube von hier oben. Ihr habt auch noch genug gelagert. Du hast aber nichts mehr runtergebracht. Und du transportierst auch kaum etwas. Warum kriegen die denn nur 5? Wahrscheinlich, weil Bukarest auch noch ein bisschen was für sich beansprucht. 6 Stück sind dorthin unterwegs. Und auch Varna will natürlich den Schafskäse haben. Ja gut, wir sind bei 110.000. Jetzt sind die 120.000 auch nicht mehr weit weg. Das bedeutet 867, 49. Also auch fast 200 Leute pro Rhythmus schnell dazu. Nicht mal mehr 9.000 Leute. Muss natürlich auch noch darauf achten, dass wir auch 40 Ladungen Möbel noch mit rüberkriegen müssen. Aber der Bedarf steigt ja auch. Je mehr Leute wir haben, 111.000 macht 1,1% aus. 1,2% dann wahrscheinlich ab 120.000, sodass wir noch mehr Möbel verbraten und dementsprechend auch wieder neu produzieren können. Wie sieht es denn aus mit der Möbelproduktion? Alles ist noch voll, alles ist noch gut. Wir verkaufen die und kriegen damit natürlich auch Plus. Wie sieht es aus in der Möbelindustrie selber? Wir haben es erworben für 2 Millionen. Profit minus 40.000, aber dafür eben die Stadt zum Wachsen gebracht. Würden wir jetzt auch Leute hin und her transportieren, würden wir Massen an Geld machen, weil natürlich so viele Leute dort jetzt unterwegs sein wollen. Aber wir brauchen das Geld nicht. Wir sind bei 50 Millionen, wir wissen nicht wohin damit. Was sagt denn unser Unternehmenswert? 520 Millionen. Wir sind genial dabei. Eine Aktie kostet schon allein 5,1 Millionen. Wahnsinn. So, nicht mal mehr 6.000 und wir haben es geschafft. Wir sind gut dabei und haben immer noch eine Bedarfsdeckung von 66%, obwohl der weiße Nougat fehlt. Rinder kommen auch in Massen, jetzt produzieren sie sogar schon 3 Fleisch die Woche, damit sie auch ja immer genug in der Stadt haben. Das ist natürlich auch sehr niedlich. Alles andere ist ausreichend vorhanden und jetzt könnten wir tatsächlich schon wieder Möbel mit ranbringen. Die haben schon wieder so viele verbraten, dass 10 Stück nur noch übrig sind. Heißt, wenn das nächste Mal ein Zug aus Edirne kommt, sieht so aus, als wenn die hier nochmal aufstocken und sagen, so, da liefern wir auch nochmal ein bisschen was hin. Wein wird auch gerade geliefert. Ich denke mal aus Edirne selber. Das heißt, wenn die jetzt Wein liefern, bringen sie beim nächsten Mal Möbel mit. Ja, deswegen ist es auch gut, wenn es wirklich um das Wachstum einer Stadt geht, dass man dann auch darauf achtet, wirklich nur sich auf den Wachstum zu konzentrieren und nur Fracht hin und her zu liefern. Nicht Leute zu verladen. Das bringt nicht viel. Also klar, Geld ohne Ende, ja. Aber es geht uns ja nicht darum, Passagiere hin und her zu transportieren, sondern die Städte auf 120.000 Einwohner zu kriegen, insbesondere natürlich Konstantinopel, die jetzt nochmal 8 Möbel bekommen. Dann haben wir das geschafft und uns fehlen nicht mal mehr 3.000 Leute. Das heißt, das wird relativ schnell gleichzeitig fertig. Also erst die Möbel, dann die Leute und dann haben wir das Szenario tatsächlich hinter uns gebracht. Nicht, dass ich es mir wünsche. Ich freue mich einfach bloß, dass wir es abschließen. Nicht, dass wir es schnell oder jetzt überhaupt schon fertig haben. Das macht mich eher traurig, weil das war so das einzige Szenario in diesem DLC. Das ist immer so ein kleiner Wermutstropfen. Aber egal. Aber ich freue mich natürlich auch darauf, ein neues DLC vielleicht irgendwann mal spielen zu können. Von Railway Empire 2. Er ist einfach vernarrt in unseren Luxuszug. Er schwärmt von unserem schönen Tafelgeschirr und der anspruchsvollen Küche. Nach der Veröffentlichung seines Berichts werden die Massen zu uns strömen und an Bord unserer Züge reisen wollen. Na, das wäre doch schön. Nicht mal mehr 1.000 Leute fehlen in Konstantinopel, dann haben wir es auch da geschafft, die letzte Aufgabe zu erfüllen. Und dann wird es schon wieder Zeit, Abschied zu nehmen. Leider. Leider, leider. Ich bin gespannt, was für eine Wertung wir bekommen. Ich denke nicht, dass wir Vorstandschef werden, aber schön wäre es natürlich. So, alles auch erforscht.
Wir haben 120.000. Konstantinopel, das zweite Rom, die Perle am Bosporus. Endlich können auch unsere Züge dem Glanz dieser Stadt etwas hinzufügen. Es ist, als ob jede kleine Ortschaft, die unser Orient-Express berührt, zu einer betriebsamen Stadt heranwächst. Und ja, ich habe beschlossen, unseren Zug in Orient-Express umzubenennen. Das klingt viel besser als Express d'Orient. Die Menschen auf der ganzen Welt werden den Namen erkennen und ihn mit fremden Ländern, bequemen Betten, hohen Geschwindigkeiten und gutem Essen in Verbindung bringen. Ohne deine Hilfe, mein Freund, hätte ich es nicht geschafft. Ich danke dir von ganzem Herzen. Als nächstes steht eine Expresslinie zwischen Frankreich und Russland an. Aber das werde ich mir wohl für ein anderes Mal aufheben. Ist das ein möglicher Hinweis? Ein Hinweis? Geschäftsführer. Okay, wir waren nicht schnell genug. Gesamtpunktzahl 586.000. Uns fehlen ca. 14.000 Punkte, um den Vorstandschef zu bekommen. Gut, am Anfang ein bisschen langsam gewesen. Wir haben alle Aufgaben erfüllt, waren eben nur nicht schnell genug. Trotzdem, genial gemacht. Und vielleicht war das eben ein Hinweis darauf, dass es demnächst auch nach Russland geht. Das heißt, wir vielleicht auch Asien jetzt so langsam mit reinkriegen dürften in einen nächsten DLC, falls da noch eins kommt. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Danke, dass ihr so dabei gewesen seid. Danke für die ganzen Likes und Tipps, die ihr schon wieder in die Kommentare da auch mit reingesetzt habt. Und hoffentlich geht's bald weiter. Euer Bisou Zimt. Lasst gern das nächste Video da, aktiviert den Like und schaut euch den Abo-Button an. War richtig, ne? Nein. Oh.